Link, Umschalttaste drücken und die Belastung. Was ist denn die Belastung? Was ist das? Es reicht. Verschwinden. Entschuldigung. Okay, wir haben sie erledigt. Aber langsam wird's eng. Shepard, wenn ich Ihnen sage, für wen wir arbeiten, vertrauen Sie mir dann? Das ist jetzt wirklich der falsche Zeitpunkt, Jacob. Wir schaffen es nicht, wenn sie mit einem Schuss in den Rücken rechnet. Wenn sie den Boss verärgern, riskieren sie ihren Arsch dabei, Jacob. Das Lazarus-Projekt. Das Programm, das sie wiederhergestellt hat. Finanziert und kontrolliert wurde es von Cerberus. Kenne ich Cerberus? So, fertig mit Animal Crossing für heute. Jetzt kann ich dich besser nerven. Oh nein! Kannst du heute One Piece weitergucken? Was? Voll gemein. Blau. Ach, wenn ich das drücke, erzählt er mir da bestimmt was von. Mhm. Vielleicht ist das ein Nebeneffekt ihrer Genesung. Sie und Cerberus hatten bereits intensiv miteinander zu tun. Laut Allianz sind wir eine radikale Pro-Mensch-Splittergruppe. Sie haben mehrere unserer Forschungsbasen zerstört. Aber die Dinge ändern sich. Oh, okay. Die Allianz hat sie für tot erklärt. Sie hat sie aufgegeben. Cerberus hat ein Vermögen ausgegeben, um sie zurückzubringen. Also, ich wäre auch misstrauisch. Aber jetzt müssen wir zusammenarbeiten. Ich dachte, sie verdienen es, Bescheid zu wissen. Sobald wir von der Station runter sind, bringe ich sie zum Unbekannten. Er wird Ihnen alles erklären. Versprochen. Also ich habe mehrere Forschungsstationen von denen kaputt gemacht. Und dann beleben die mich wieder. Die hoffen bestimmt, dass ich jetzt keine Station mehr von denen kaputt mache. Zum Unbekannten? Ist der für all das verantwortlich? Ja. Natürlich heißt er nicht wirklich so. Niemand weiß, wer sich dahinter verbirgt. Es war ein Codename der Allianz für ihn. Und der ist ihm dann irgendwie geblieben. Mhm. Mir ist völlig egal, wie er heißt, solange er nur meine Fragen beantwortet. Und zwar alle. Er hat viel Zeit und Geld investiert, um sie zurückzubringen. Er wird Ihnen sicher mit Freuden alles erzählen, was Sie wissen wollen. Es ist nicht mehr weit bis zur Shuttlebucht. Ohne die hätte es nie an Mass Effect 2 gegeben. Stimmt. Oh, ich bin abtrünnig und vorbildlich. Cerberus macht im Grunde alles, um die Menschheit weiterzubringen. Das Problem, warum hier jemand leiden kann, ist das. Ist halt, dass ihnen das Mittel sehr, sehr egal ist. Okay. Oh, ich wollte das eigentlich noch haben. Hey, Kel! Ich glaube, ich muss hier lang. Der Pfeil sagt rechts. Guten Tag. Oh, ich bin dran. Oh nein, ich muss nicht mehr lang. Ich muss nicht. Voll im Ziel! Entschuldigung. Ach, die regeln das schon. Danke. So. So, wenn ich hier lang laufe, komme ich da auch hoch. Ist also egal, wo ich hochgehe. Okay. Genau. Ich sterbe. Bin tot. War ein paar viele Gegner. Sie haben uns gesehen.
Spaß, mich hat niemand gesehen. Habt ihr mich gesehen? Ihr habt mich auch nicht gesehen. Nee, 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 nee. Kann nicht sein. So regelt man das. Ha. Taktischer Vorteil durchs Sterben. Das Testsubjekt wurde geborgen. Aber der Schaden ist weitaus schlimmer als ursprünglich befürchtet. Außer den zu erwartenden Verbrennungen und inneren Verletzungen infolge der Explosion hat das Subjekt durch längeres Verweilen im luftleeren Raum bei Minusgraden erhebliche Zellschäden erlitten. Trotz des Ausmaßes des physischen Traumas versichert mir Wilson, dass das Subjekt wiederhergestellt werden kann. Das Lazarus-Projekt läuft wie geplant weiter. Okay. Markieren Sie einzelne Knoten, um passende Symbole zu finden. Wenn Sie zwei passende Symbole gefunden haben, wählen Sie sie aus, um dann den Schaltkreis zu schließen. Vervollständigen Sie alle Schaltkreise vor Ablauf der Zeit, um die Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen. Also spiele ich Memory. Hat mir die Symbole irgendwann angezeigt? Nö, ne? Ach so! Ach so. Kann man nur drüber gehen. Ja. Ich dachte, ich muss die anklicken, um das Symbol zu sehen. Yeah. So ist das ja sogar machbar. Wo ist eigentlich der große Robo? Der kommt doch bestimmt auch gleich. Los, hier entlang. Wir sind fast bei Miranda. Aber sie waren doch... tot? Was zum Teufel machen Sie da? Mein Job. Wilson hat uns alle hintergangen. Sie hätten ihn am Leben lassen sollen, um rauszufinden, was er wusste. Zu riskant. Es hat mich zu viel Zeit und Mühe gekostet, sie ins Leben zurückzubringen. Ich kann nicht zulassen, dass sie jetzt schon wieder jemand tötet. Glauben Sie wirklich, Wilson wäre zu so etwas fähig? Jetzt nicht mehr. Auch wenn Sie sich sicher sind, hat er so eine Begrüßung verdient? Er hat die Sicherheitssysteme sabotiert, meine Leute getötet. Und als nächstes wären wir dran gewesen. Sind Sie da ganz sicher, Miranda? Wir kennen Wilson seit Jahren. Was ist, wenn Sie sich irren? Ich irre mich nie. Ich dachte, das hätten Sie mittlerweile begriffen, Jacob. Ja, ich mag sie nicht. Also hey, ich fand das auch merkwürdig, was er gesagt hat, aber ich mag sie nicht. Wie Sie meinen. Was ist unser nächster Schritt? Wir steigen ins Shuttle und starten. Mein Boss will mit Ihnen reden. Sie meinen den Unbekannten? Ich weiß, dass Sie für Cerberus arbeiten. Ach, Jacob. Ich hätte wissen müssen, dass Ihr Gewissen Sie übermannt. Den Commander anzulügen ist keine gute Methode, um Sie auf unsere Seite zu ziehen. Nun, da wir ohnehin gerade alles offen ausbreiten, haben Sie vielleicht sonst noch irgendwelche Fragen, bevor wir starten, Commander? Oh, ganz viele. Wie praktisch, dass Sie erst hier aufkreuzen, als wir gerade gehen wollen. Wo waren Sie während des Angriffs? Abgesehen davon, Ihr Leben zu retten? Wilson hat rausgefunden, dass ich Ihnen geholfen habe und eine ganze Armee Max auf mich gehetzt. Ich kam hierher so schnell ich konnte. Womöglich ein wenig zu schnell, wenn Sie Wilson fragen. Sie ist halt echt scheiße eingebildet, aber eigentlich hat sie damit halt schon sogar recht. Ja, also ich dachte mir auch, ne? Das, was ich vorhin gesagt habe. Spult einfach zurück, das passt so. Was ist mit dem Rest der Stationsbesatzung? Das ist die Evakuierungszone. Wenn sie jetzt nicht hier sind, kommen sie auch nicht mehr.
Wir können nicht weg, ohne absolut sicher zu sein. Wir müssen zurück und nachsehen. Kapieren Sie es nicht? Gerettet muss hier nur eine werden, und zwar Sie. Alle anderen sind entbehrlich. Sie hat recht. Wir kannten alle die Risiken, als wir uns gemeldet haben. Ohne Sie hat das alles keinen Sinn. Ach so. Okay. Wohin fliegen wir? Zu einer anderen Cerberus-Anlage. Der Unbekannte wartet dort auf Sie. Ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen vertraue. Das ist das einzige Shuttle, das die Station verlässt. Aber wenn Sie bleiben und zusammen mit den Mechs verrosten wollen, bitte sehr. Okay. Sie sind die Leiterin des Lazarus-Projekts, richtig? Stimmt. Ich habe 2 Jahre meines Lebens in dieses Projekt investiert. In Sie. Was will Cerberus von mir? Das sollten Sie den Unbekannten fragen, wenn Sie ihn treffen. Er hat nahezu unbegrenzte Mittel für Lazarus zur Verfügung gestellt. Offensichtlich hat er etwas mit Ihnen vor. Ist das das geheime Ende? Einfach verrosten? Ja! Ich bleibe einfach da. Programmier die Mechs um, spiel mit den Karten. Wird chilliges Ende. Ich habe für den Rest meines Lebens genug von dieser Station. Tata. In Ihrem Fall sind es sogar 2 Leben. Gehen wir. Darf nicht verrosten. Mist. Ich habe das geheime Ende nicht freigeschaltet. Sorry. Bevor Sie den Unbekannten treffen, müssen wir noch ein paar Fragen zur Beurteilung Ihres Zustands klären. Kommen Nein. Sie schon, Miranda. Noch mehr Tests? Shepard hat die Mechs ohne Probleme erledigt. Das muss doch reichen. Der Angriff war vor 2 Jahren. Der Unbekannte muss wissen, dass Shepards Persönlichkeit und Gedächtnis intakt sind. Nein. Deshalb die Fragen. Wie bitte? 2 Jahre? So lange war ich weg? 2 Jahre und 12 Tage. Den Großteil davon lagen Sie auf einem Operationstisch. Je früher wir damit anfangen, desto schneller sind wir fertig. Beginnen wir mit der persönlichen Vergangenheit. Okay. Den Unterlagen zufolge sind Sie auf der Erde aufgewachsen. In schlechtem Milieu, ohne Eltern. Sie haben sich zum Militär verpflichtet und den Angriff eines Dreschlunds überlebt, dem der Rest Ihres Teams zum Opfer gefallen ist. Erinnern Sie sich daran? Nö, kein Plan. Fertig. Ich habe an dem Tag viele Freunde verloren. So ein Erlebnis verändert dich und es kann dich zerbrechen, wenn du es zulässt. Ich habe den Bericht gelesen. 50 Marines sind auf Akkus gefallen. Nur sie nicht. Zufrieden, Miranda? Fast. Versuchen wir es mit was Aktuellerem. Würmeier, wo sie Sarens Klonanlage zerstört haben. Sie mussten ein Mitglied ihrer Gruppe zurücklassen, das bei der Explosion gestorben ist. Gunnery Chief Ashley Williams ist im Einsatz gefallen. Sie waren dafür verantwortlich. Warum haben Sie sie zurückgelassen? Ich habe an diesem Tag einen Freund in den Tod geschickt und das ist mir nicht leicht gefallen. Aber ich musste so viele retten wie möglich. Ash hat ihr Leben für den Rest des Teams gegeben. Ohne sie hätte ich Saren nicht aufhalten können. Sie starb als Heldin. Ich verstehe, Commander. Ich wollte Ihre Entscheidung auch nicht anzweifeln. Jeder bei Cerberus weiß, dass die Klonanlage zerstört werden musste. Es gibt noch weitere wichtige Tests. Kommen Sie schon, Miranda. Schluss mit dem Quiz. Das Gedächtnis ist da und für Shepards Kampffähigkeiten kann ich persönlich bürgen. Vermutlich haben Sie recht. Hoffentlich akzeptiert der Unbekannte unseren kleinen Feldtest als ausreichend. Ui. Das sieht aus wie ein Bogen. Der Unbekannte wartet im Nebenraum auf Sie. Das ist mir egal. Ich würde den Unbekannten nicht warten lassen. Mir aber egal. Ich würde den Unbekannten nicht warten lassen. Lass ihn aber warten. Der Unbekannte wartet im Nebenraum auf Sie. Bei denen da. Hallo, ich will winken. Winken wäre jetzt schön. Hi. Panzerung und Aussehen verändern. Handschau.
Ein Helm, Aufklärungskapuze, ja. L7 Atemgerät, Helm, ja. 7 Helm, kein Helm. Oder kann ich nichts aussehen? Das ist ja doof. Material, Matt. Richtig voll glänzig. Ich will glänzig sein. Farbe 1. Oh Gott. Das ist ja mal ein schickes Rot. Mehreres aber im Moment eher beides, also keine Ahnung, wie das noch ausgeht. Hä, hab ich im ersten Teil auch und am Ende war ich voll vorbildlich. Ja, ja. Aha. Schwarz. Ja, ein bisschen schneller durch. Das ist ganz schönes Grün dabei, das ist ja doof. Muster. Das da. Rot passt eigentlich ziemlich gut. Das da. Tada! Warte. Informelles Aussehen. Wie? Oh Gott! Das sieht schick aus. Chili. Oh Gott. Shepard? Du musst mehr essen. So. Ich sehe gut aus. Hallo. Fahrstuhl, oder? Man ist Kettner. Ein persönliches Treffen. Commander Shepard. Der Unbekannte. Ich dachte, wir würden uns persönlich treffen. Eine notwendige Vorsichtsmaßnahme. Nicht ungewöhnlich für Leute, die das wissen, was Sie und ich wissen. Ja. Ich habe meinen Anzug gut designt. Der sieht gut aus. Habe ich gut gemacht. Wie ich hörte, habe ich Sie ein Vermögen gekostet. Warum haben Sie das getan? Für den Schutz und den Erhalt der Menschheit. Ich habe nicht 2 Jahre und Milliarden von Credits in Ihren Wiederaufbau investiert, um Sie als einfache Soldatin dienen zu lassen. Aber die Menschheit steht der größten Bedrohung unserer kurzen Existenz gegenüber. Die Reaper. Schön, dass Ihr Gedächtnis noch funktioniert. Wie geht es Ihnen? Seine Augen leuchten. Mir sind ein paar Upgrades aufgefallen. Hoffentlich haben sie nichts wirklich Wichtiges ersetzt. Wir haben versucht, sie so weit wie möglich unverändert zu lassen. Ich brauche sie, Shepard. So wie sie beim Sieg gegen die Sovereign war. Was machen die Reaper, dass sie dazu veranlasst hat, mich zurückzubringen? Wir sind im Krieg. Niemand will es zugeben, aber die Menschheit wird angegriffen. Während sie geschlafen haben, sind ganze Kolonien verschwunden. Kolonien der Menschen. Wir glauben, dass jemand dahinter steckt, der für die Reaper arbeitet. So wie Saren und die Geth für die Sovereign gearbeitet haben. Sie haben es selbst gesehen. Sie haben alle besiegt.
Das ist nur ein Grund, warum wir sie ausgewählt haben. Ein Krieg passt gar nicht zu Cerberus. Warum beschäftigen Sie sich mit der Sache? Unsere Aufgabe ist die Weiterentwicklung und die Erhaltung der Menschheit. Wenn die Reaper uns zu Zielen erklären und auslöschen wollen, wird Cerberus sie aufhalten. Wenn wir darauf warten, bis die Politik oder die Allianz handelt, sind keine Kolonien der Menschen mehr übrig. Die Sovereign wollte das gesamte Leben in der Galaxie auslöschen. Warum sollten es die Reaper auf ein paar Kolonien der Menschen abgesehen haben? Hunderttausende Kolonisten sind verschwunden. Ich finde, das kann man schon als Auslöschen bezeichnen. Niemand achtet darauf, weil die Angriffe scheinbar zufällig und in abgelegenen Gegenden stattfinden. Ich weiß nicht, warum plötzlich die Menschheit ihr Ziel ist. Vielleicht haben sie ihre Aufmerksamkeit erregt, als sie einen von ihnen getötet haben. Die Sovereign wollte das gesamte Leben in der Galaxie auslöschen. Warum sollten es die Reaper auf ein paar Kolonien der Menschen abgesehen haben? Hunderttausende Kolonisten sind verschwunden. Ich finde, das kann man schon als Auslöschen bezeichnen. Niemand achtet darauf, weil die Angriffe... Ich weiß nicht, warum plötzlich die Menschheit ihr Ziel ist. Vielleicht haben sie ihre Aufmerksamkeit erregt, als sie einen... Wenn es sich um eine Bedrohung der Menschheit handelt, müssen sie die Allianz mobilisieren. Sie haben beim Kampf gegen die Sovereign empfindliche Verluste erlitten. Der Wiederaufbau ist noch im Gang. Es fehlt ihnen an Ressourcen, um die Bedrohung durch die Reaper zu verifizieren. Es ist leichter, Söldnern und Piraten für die Entführungen die Schuld zu geben. Und praktischer. Für die Kosten meiner Wiederherstellung hätten sie eine ganze Armee ausbilden können. Sie sind einzigartig. Nicht nur wegen ihrer Fähigkeiten oder Erfahrungen, sondern wegen dem, wofür sie stehen. Sie sind in einem entscheidenden Augenblick für die Menschheit eingetreten. Sie sind mehr als eine Soldatin. Sie sind ein Symbol. Ich weiß zwar nicht, ob Reaper Angst haben können, aber sie haben einen von ihnen getötet. Davor müssten sie Respekt haben. Wenn sie hinter den Reapern her sind, zeigen sie mir einfach die richtige Richtung. Miranda war der Ansicht, dass sie sich weigern würden. Und sie hat selten Unrecht. Es steht ein Shuttle bereit, um sie nach Freedom's Progress zu bringen. Der letzten Kolonie, die entführt wurde. Miranda und Jacob werden sie briefen. Jetzt seine Augen irgendwie unheimlich. Ein bisschen, ne? Die leuchten. Ich glaube, die sind modifiziert. Miranda hat Wilson kaltblütig getötet. Jacob ist nicht mehr als ein Söldner. Und denen soll ich vertrauen? Wilson war einer meiner besten Agenten. Aber er war ein Verräter. Miranda hat genau das getan, was ich von ihr erwartet habe. Und sie hat ihr Leben mehr als einmal gerettet. Jacob ist Soldat. Einer der Besten. Er hat mir nie völlig vertraut. Aber er hat das auch immer offen zugegeben. Sie werden gut mit ihnen klarkommen. Bis auf Weiteres. Bin ich freiwillig hier oder wurde ich zur Freiwilligen ernannt? Sie haben immer eine Wahl, Shepard. Wenn Sie die Beweise nicht finden, nach denen wir beide suchen, können wir uns wieder trennen. Aber fliegen Sie erst nach Freedom's Progress. Finden Sie so viele Hinweise wie möglich. Wer entführt die Kolonisten? Gibt es eine Verbindung zu den Reapern? Ich habe sie zurückgebracht. Für den Rest sind Sie zuständig. Hallo. Nicht das Leuchten selbst, sondern eher die Aufteilung einzelner Segmente. Ah. Ja, gut. Escape-Menü öffnen und Gruppe wählen, um Gruppenpunkte zu verteilen. Okay, Gruppe. Um mit Gruppenpunkten ein Upgrade ihrer Kräfte zu erhalten, wählen Sie eine neue Kraftstufe und dann Rang erwerben. Unter Ihrem Bild werden die Vorbild- und Abtrünnigen-Punkte angezeigt. Mit steigender Punktzahl werden neue Dialogoptionen freigeschaltet.
Da, ich bin viel vorbildlicher als abtrünnig, ja? Wegen, ich sammle beides. Ich bin voll vorbildlich. Ja. Disruptor-Munition Rang 2. Kosten 2 Grupppunkte. Diese Munition hat eine stärkere Störwirkung, sodass sie Schilde durchdringt und synthetische Feinde nach einem direkten Treffer kurzzeitig handlungsunfähig macht. Aufladezeit 1,5 Sekunden. Dauer hält an, bis sie von einer anderen Munitionskraft ersetzt wird. Schaden an Schilden und synthetischen Feinden plus 30% des Waffenschadens. Dauer der Überlastung bei synthetischen Feinden 3 Sekunden. Okay. Kampfmeisterschaft macht sie härter, stärker, schneller und charismatischer. Oh, ich bin sowas von charismatisch. Gib her. Und das, obwohl du die abtrünnigen Antworten auswählst, nicht schlecht. Ja, ich habe ja die Vorbild von Mass Effect 1 übernommen. Ich sag doch, ich war voll vorbildlich. Und da habe ich auch beides gehabt. Also, da waren auch abtrünnige Antworten dabei. Ah. Vorbildlich.